Nur wenige Stunden nach einem Selbstmordattentat in Ankara hat das türkische Militär Luftangriffe auf kurdische Ziele in Nordirak geflogen. Diese hätten laut Verteidigungsministerium der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und anderen terroristischen Elementen gegolten, dabei sei eine große Zahl von Terroristen neutralisiert worden. Präsident Erdogan nannte den Anschlag ein letztes Zucken des Terrors. Der Angriff fiel mit der Eröffnung der neuen Legislaturperiode zusammen. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz Avrupa Birliği'nden herhangi bir beklentimiz yok. Şayet bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Am Sonntag hatte sich ein Selbstmordattentäter vor dem Innenministerium in die Luft gesprengt. Ein zweiter Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Die PKK-nahe Nachrichtenagentur ANF hatte kurz darauf ein mutmaßliches Bekennerschreiben der PKK veröffentlicht.